Ja, moin und hallo, hier ist wieder Thomas in Streets of Curious City. Und heute zeige ich euch schon den dritten Teil von meinen Minifiguren, also von meiner Sammlung. Und ich nehme jetzt erstmal die Scheiben ab. So, die Scheiben sind ab. Als nächstes gebe ich den Figuren, was ich euch letztes Mal sagte, noch ein paar Teile in die Hand. Fangen wir mit Professor Filius Flitwick an. Der kriegt ja seinen Zauberstab. Dann als nächstes sagte ich euch ja, ich schnack noch die Powerhandschuhe von ihr hier ab. Die habe ich dann. So, eine. Und zwei. Für den Turtle habe ich zumindest ein Sei. Fehlt noch der Rückenpanzer und der zweite. Ich hätte die noch in Gold, aber passt nicht so ganz zu ihm. So, und hier sagte ich, ein Fisch wäre ganz gut. Ich habe aber den Vorschlag bekommen, ihm den einen Ring zu geben. Den habe ich natürlich noch. Ist ja aus dem gleichen Set. So. Der passt natürlich sehr gut zu ihm. Ups, jetzt hat er den Arm verloren. Jetzt. Und dann lege ich los mit den nächsten Figuren. Anfangen tue ich mit dem Scout Trooper von Lego Star Wars. Den habe ich aus dem Adventskalender von 2021. Und ich habe geguckt, der war in zwei Sets dabei, in dem Adventskalender und bei der ersten Razor Quest, die rauskam, war genau dieselbe Figur. Ich habe ihn aber aus dem Kalender. So, die stelle ich hier erstmal direkt hinter den Mandalorianer. Den finde ich schon ein bisschen wichtiger. So, dann kommen wir zur zweiten Figur. Das ist Captain Marvel. Die habe ich auch aus dem Adventskalender, auch von 2021, natürlich aus dem Marvel-Kalender. Und die werde ich zwischen die beiden anderen stellen, weil ich sie denn von den dreien am wichtigsten doch finde. So, dann werde ich erstmal schieben. So, ich habe die jetzt dazwischen gestellt. Hier habe ich erstmal die Lücke gelassen, da werde ich wahrscheinlich eh noch viel schieben müssen. Aber kommen wir jetzt zur dritten Figur. So, die dritte Figur ist Professor Dumbledore. Auch wieder aus dem Adventskalender, und zwar den 2019er, wo ich auch Filius Flitwick hier habe. Und da ich Ron wichtiger finde noch als Dumbledore, werde ich ihn zum anderen Professor stellen. Also zwischen die beiden. So, ich habe ihn dort hingestellt. Und dann kommen wir zur nächsten Figur. Es ist Miss Piggy. Das ist die letzte Figur von den Muppets, die mir fehlte. Ich habe sie dann noch kaufen können, sogar bei Steinzeit. Und die finde ich neben Kermit natürlich die zweitwichtigste Muppet-Figur. Deswegen wird sie vor die anderen beiden kommen. So, jetzt werde ich wieder viel schieben müssen. So, ich habe sie jetzt dahingestellt. Das heißt, hier sind zwei Plätze frei. Und hinten in der Reihe sind jetzt auch schon fünf Figuren. Jetzt kommt die nächste Figur. Dagobert Duck aus Disney Minifiguren Serie 2. Lustigerweise ziehe ich immer nur aus
der zweiten Disney-Serie momentan Figuren. Und der kommt zwischen Anna und Trick. Muss ich nicht viel schieben. So, die nächste Figur ist mal wieder eine Herr-der-Ringe-Figur. Es ist Thranduil, der Elbenkönig. Und diese Figur ist, glaube ich, auch nicht original von Lego, aber sie stellt bei mir auch kein Problem dar. Von der Klemmkraft, von den Drucken her. So, ich habe ja schon Legolas und Gollum. Da finde ich ihn unwichtiger, deswegen wird er hinter Gollum kommen. So, ich habe ihn hingestellt. Die DC-Figuren sind jetzt auch nach hinten gerutscht. Und der letzte Platz ist hier besetzt. Das heißt, bei der nächsten Figur werde ich die zweite Kiste schon anfangen müssen. Aber ich zeige euch erstmal, welche Figur als nächstes kommt. Das ist Dorothy mit ihrem Hund. Die hatte ich ja nicht gezogen, als die Figurenserie rauskam und ich Figuren davon gekauft habe. Die habe ich dann nachträglich noch bei Bricklink gekauft. So, die kommt natürlich vor, die beiden. Das heißt, die müssen wirklich in den nächsten Kasten. Ihr seht, der zweite Kasten. Und die Wizard of Oz Figuren habe ich jetzt rübergeschoben. So, drei Figuren kommen ja heute noch. Und die nächste Figur, die jetzt kommt. Gut, Dimensions. Von Lego Dimensions. Slot von den Goonies. Ich fand die Figur so witzig. Dadurch habe ich sie dann auch mal zu Geburtstag gekriegt. Und ich habe schon nachgeguckt. Goonies ist nicht Disney. Dadurch wird sie weiter hinten stehen. Ich denke mal, ich werde sie noch vor die Looney Tunes stellen. Den Film Goonies schon so ziemlich mag. Aber hinter Turtles und DC passt das schon ganz gut. Und da steht der gute Slot. Ich musste noch nichts weiter schieben zum zweiten Kasten hin. Mal gucken, ob es noch kommen wird. So, die nächste Figur. Von den Looney Tunes, Tweety. Mit dem Riesenhammer, womit sie Silvester ärgern kann. So, kommt natürlich zu den Looney Tunes. Vor den beiden, würde ich sagen. Hat kurze Beine, aber einen langen Hammer. Ich stelle sie erstmal auf einen Stein. Tweety steht. Ich muss sie noch nicht weiter schieben, aber es kommt ja noch eine Figur. Da kann ich gleich sagen, dass ich noch die Looney Tunes in den zweiten Kasten stellen muss. So, dann habe ich schon mal die Looney Tunes ein weitergestellt und dann zeige ich euch erstmal, welche Figur als zehntes heute kommt. Die 30. Minifigur überhaupt. Es ist aus einem Polybag von DC Batgirl mit einem riesen Wurfhakengerät in der Hand. So, die kommt dann natürlich direkt neben Batman. Kann ich auch noch mal ein bisschen schieben. So, und schwupps, Batgirl steht da. So, das war's dann auch schon für heute. Ihr seht, ich habe hier im zweiten Kasten noch viel Platz. Hier wäre auch noch ein bisschen Platz frei. Das heißt, nach Ostern wird das weitergehen mit den Minifiguren. Gut, dann war's das. Ich sage, lebt lang in Frieden und tschüss.